Hi ihr Lieben, heute soll es um meinen Wassermelonenkleins gehen, den ich eine Woche lang gemacht habe. Ich habe 7 Tage lang nichts anderes gegessen, außer süße, saftige Wassermelone. Und ich wollte heute einfach mal mit euch darüber reden, warum ich das Ganze gemacht habe und was ich da so für Erfahrungen sammeln konnte. Ich weiß, dass wenn man zum ersten Mal hört, dass jemand 7 Tage lang nur Wassermelone gegessen hat, dann hört sich das sehr extrem an, sehr restriktiv und man fragt sich vielleicht, was das Ganze überhaupt soll. Und ich versuche ja immer mal wieder in meinen Videos zu verdeutlichen, dass wir Menschen eine frutarische Spezies sind. Wir sind darauf ausgerichtet, uns hauptsächlich von Früchten zu ernähren. Und wenn man jetzt mal aber in unsere Gesellschaft schaut und schaut, wie sich der Großteil der Menschen heutzutage ernährt, dann sieht man ganz deutlich, wie extrem weit wir uns von unserer ursprünglichen Nahrung entfernt haben. Es werden tierische Produkte gegessen, Industrieprodukte, stark verarbeitete, frittierte, gezuckerte Lebensmittel, also Dinge, die einfach nichts mit unserer ursprünglichen Nahrung zu tun haben, die keine wirkliche Nahrung für uns darstellen und die unser Körper auch nicht wirklich verwerten kann. Und diese Dinge hinterlassen auch ganz viel Müll, ganz viel Gifte, Schleim, Schlacken und Säuren in unserem Körper zurück. Und wenn man all diese Dinge sein Leben lang konsumiert, dann kann man sich, glaube ich, denken, wie viele Gifte sich im Körper eines Menschen befinden können. Und das kann letztendlich zu ganz vielen gesundheitlichen Problemen führen, angefangen von schlechter Haut bis hin zu schweren Krankheiten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass das alles nicht sein muss. Wir müssen nicht unser Leben lang irgendwelche Gifte und Schleim und Schlacken mit uns herumtragen, sondern wir können daran etwas ändern. Wir können anfangen, unsere Ernährung umzustellen, wir können anfangen, unseren Körper zu reinigen. Und das kann man am besten, indem man eben aufhört, diese Dinge zu konsumieren, die überhaupt erst zu dieser Verschlackung und Verschleimung des Körpers geführt haben, und wieder pflanzliche, vollwertige Lebensmittel isst, also seine Ernährung umstellt. Das ist so der langfristige Weg, um seinen Körper gesund und sauber zu halten und ihn auch nach und nach von diesen alten Giften zu befreien. Dann gibt es aber noch weitere Methoden, um diesen Entgiftungsprozess zu unterstützen, um ihn zu intensivieren. Und das macht man aber nicht auf einer täglichen Basis, sondern immer mal wieder zwischendurch. Und es werden eben so Dinge wie Darmreinigungen, Fasten oder eben auch Monofrüchtekuren, so wie ich das jetzt gemacht habe. Also einfach für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Frucht zu essen. Und da bieten sich eben ganz besonders die wasserreichen Früchte an, weil man durch dieses Fruchtwasser, was man aufnimmt, sehr gut die angesammelten Gifte im Körper lösen und abtransportieren kann. Das ist also so unter anderem der Sinn von einem Monofrüchte-Cleanse, dass man einfach Gifte, die sich über Jahre durch eine falsche Ernährung, durch Umweltbedingungen im Körper angesammelt haben, abtransportiert. Und dazu kommt natürlich noch, dass Problemchen und Schwachstellen im Körper viel besser geheilt werden können, wenn der Körper nicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist, irgendwelche verrückten Mahlzeiten mit 50 verschiedenen Zutaten zu verdauen. Also der Körper kann wirklich am allerbesten heilen, wenn man fastet, wenn man gar keine Nahrung zu sich nimmt. Oder aber natürlich, wenn man sein Verdauungssystem anderweitig ein bisschen entlastet, indem man zum Beispiel eine Zeit lang nur Mahlzeiten aus einer Frucht, Mono-Mahlzeiten isst. Das ist ebenfalls eine sehr, sehr gute Methode, um alte Gifte aus dem Körper zu bekommen. Und ich glaube auch für viele Menschen, die sich noch nicht an so ein richtiges Fasten rantrauen, auf jeden Fall die bessere Alternative. Kommen wir zu meinen Erfahrungen. Wie gesagt, habe ich diesen Monofrüchte-Cleanse mit Wassermelone gemacht. Zum einen natürlich, weil Wassermelone mega lecker schmeckt. Sie enthält schön viel Wasser, wodurch halt die Gifte gut gelöst werden können. Und ja, Wassermelone ist so eins der allerbesten Lebensmittel, um den Körper zu entgiften. Die hat ganz viele tolle gesundheitliche Vorteile. Sie reinigt die Nieren, sie reinigt das Lymphsystem, der Blutdruck wird gesenkt, das Immunsystem wird gestärkt.
und sie verleiht natürlich auch unglaublich viel Energie. Und ich habe diesen Cleanse damit gestartet, dass ich 3 Melonen am Tag gegessen habe. Das waren so ganz normal mittelgroße Melonen, also keine riesengroßen. Und das habe ich, glaube ich, die ersten beiden Tage gemacht. Und danach bin ich dann auf 2 Melonen pro Tag übergegangen. Und damit ging es mir sehr, sehr gut. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe nie Hunger verspürt oder so. Das passiert eben auch, dass je reiner dein Körper wird, je entgifteter du bist, desto weniger Nahrung brauchst du irgendwann. Und ich habe während dieser 7 Tage mitgeschrieben, wie es mir so an den einzelnen Tagen ging, stichwortartig. Und ich würde sagen, ich lese euch das einfach mal vor. Und zwar habe ich hier am ersten Tag notiert, dass ich tagsüber noch keine Veränderung spüren konnte. Ich hatte den ganzen Tag über sehr viel Energie. Ich weiß noch, dass ich da sehr viel gelaufen bin und ich wurde nicht müde oder so. Also ja, viel Energie, aber sonst keine großen Veränderungen. Abends hatte ich so einen kleinen Moment, wo mir so leicht schwummrig wurde, aber nichts Dramatisches. Am zweiten Tag bin ich morgens aufgewacht mit einem ganz ekelhaften Geschmack im Mund und einem Belag auf der Zunge. Ich habe Körpergeruch an mir feststellen können, was ich so in der Form nicht kenne. Ja, das macht Sinn. Also die alten Gifte wurden gelöst und das riecht man dann halt. Es wird nach außen über die Haut abtransportiert. Ich habe auch Schleim im Hals spüren können, als ich aufgewacht bin. Und ansonsten ging es mir aber sehr gut. Ich hatte auch am zweiten Tag viel Energie. Am dritten Tag habe ich wieder Körpergeruch an mir feststellen können. Ich hatte wieder morgens Schleim im Hals. Und da habe ich merken können am dritten Tag, dass meine Verdauung ganz besonders gut war. Also besser, als ich es gewohnt bin. Ja, und auch sonst ging es mir am dritten Tag sehr gut. Ich hatte viel Energie und ansonsten keine Probleme. Am vierten Tag habe ich wieder morgens Schleim im Hals spüren können. Ich hatte wieder Energie, ohne Ende, bin viel gelaufen. Aber am vierten Tag fing es langsam bei mir so an, dass die emotionale Entgiftung begonnen hat, worüber ich euch gleich noch ein kleines bisschen mehr erzähle. Am fünften Tag war mir morgens ein kleines bisschen schwindelig. Ich weiß, dass ich mich da für einen Moment kurz aufs Bett setzen musste. Aber das ist halt die Entgiftung. Also ja, dann am fünften Tag habe ich auch noch notiert, dass die emotionale Entgiftung nochmal stärker wurde. Das hat sich dann darin geäußert, dass ich von bestimmten Situationen geträumt habe. Aber auch dazu erzähle ich gleich noch ein kleines bisschen mehr. Am sechsten Tag ging es mir gar nicht gut. Das war so der Tag, wo die emotionale Entgiftung echt am stärksten war. Also es ging mir den gesamten Tag über schlecht. Ich habe nicht viel gemacht. Ich lag sehr lange im Bett. Ja, es sind Tränen geflossen. Also da kam wirklich einiges hoch. Und am sechsten Tag habe ich auch nochmal feststellen können, dass Schleim über meine Körperöffnungen abgesondert wird. Ja, und am siebten Tag, am letzten Tag, ging es mir dann wieder besser. Ich habe gemerkt, dass der Körpergeruch langsam weggegangen ist, aber ich hatte nach wie vor gespürt, dass ich ja verschleimt bin, dass ich Schleim im Hals hatte. Ja, ihr konntet also sehr deutlich raushören, dass ich während dieser 7 Tage sehr mit dem Thema Schleim zu tun hatte. Das ist Schleim, der sich hauptsächlich durch den Konsum schleimbildender Lebensmittel in unserem Körper befindet. Wenn man Nahrung isst, die unseren physiologischen Eigenschaften nicht entspricht, die nicht für uns gedacht ist, dann bildet der Körper Schleim, um sich vor diesen Lebensmitteln zu schützen. Und jetzt könnte man meinen, dass das etwas Gutes ist. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen heutzutage nur noch schleimbildende Lebensmittel essen
und dann auch mehrmals täglich, jeden Tag. Und dadurch wird natürlich unglaublich viel Schleim im Körper gebildet. Dieser Schleim sammelt sich im gesamten Körper an, wird mit der Zeit auch immer hartnäckiger und fester und legt sich auch in den verschiedenen Organen ab, in den Nieren, im Lymphsystem, im Darm. Und das kann dann dazu führen, dass Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können oder dass Gifte nicht mehr vernünftig aus dem Körper abtransportiert werden können. Und das kann zu vielen Problemen führen. Also das kann wirklich zu vielen schweren Krankheiten führen. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, diese extrem schleimbildenden Lebensmittel wie zum Beispiel Milch oder Industrieprodukte, dieses ganze Junkfood und auch Getreide wie Weizen zu meiden und zu schauen, dass man wirklich zu schleimarmen oder komplett schleimfreien Lebensmitteln wie der Wassermelone greift. Genau, ich werde euch mal eine Liste zu den schleimbildenden und schleimarmen, schleimfreien Lebensmitteln in der Infobox verlinken. Und in diesem Zusammenhang erwähne ich auch nochmal sehr gerne die Bücher von Arnold Ehret. Da findet ihr ein bisschen mehr zu diesem Thema und auch die werde ich euch in der Infobox verlinken. Ja, ich habe also diesen angesammelten Schleim ganz besonders immer im Hals gespürt, aber auch sonst im gesamten Kopfbereich. Also ich habe sehr oft gefühlt, wie der im Nasennebenhöhlenbereich sitzt. Und ich habe ihn nicht nur gespürt, sondern ich konnte ihn auch sehen. Also das passiert nämlich auch, dass wenn man seinen Körper entgiftet, wenn man anfängt, ihn zu reinigen, dann wird dieser Schleim über die verschiedenen Körperöffnungen abtransportiert. Und bei mir war das hauptsächlich über die Geschlechtsorgane, aber eben auch über die Nase und über den Hals. Also das hatte ich auch, dass ich ein- bis zweimal wirklich festen, gelben, zähflüssigen Schleim rausgespuckt habe. Und das ist schon echt krass zu sehen, was da alles so aus dem Körper rauskommen kann. Dann konntet ihr auch hören, dass ich neben der körperlichen Entgiftung sehr mit der emotionalen Entgiftung zu tun hatte. Wenn man anfängt, seine Ernährung umzustellen auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung, wenn man also noch ganz am Anfang von diesem Entgiftungsprozess steht, dann wird man erstmal sehr mit der körperlichen Entgiftung zu tun haben. Also das kann sich dann äußern, indem man halt Bauchschmerzen bekommt, Verdauungsprobleme, Schwindelgefühle, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und wenn dieser grobe Müll aber erstmal aus dem Körper raus ist, dann fängt auch irgendwann die emotionale Entgiftung an. Das heißt, dass alte Emotionen, unschöne Erlebnisse, Traumata hochkommen. Und ich erkläre mir das damit, dass all diese Dinge ganz tief in unserem Unterbewusstsein, in unseren Zellen gespeichert sind. Wir aber jeden Tag Ablenkungen nutzen, bewusst oder unbewusst, damit wir uns mit all dem nicht auseinandersetzen müssen. Viele Menschen heutzutage wollen nicht mehr fühlen und ganz besonders keinen Schmerz oder keine Trauer. Und so wird sich dann davon abgelenkt. Und eine wunderbare Ablenkungsmöglichkeit ist eben das Essen. Man kann sich mit Essen wirklich regelrecht betäuben. Ganz besonders mit Junkfood, mit ungesundem Essen, mit extrem schleimbildenden Lebensmitteln. Überlegt mal, wie oft ihr zur Schokolade oder zum Eis gegriffen habt, wenn es euch schlecht ging, wenn ihr Liebeskummer hattet. Also das Essen heutzutage dient nicht unbedingt nur der Nährstoffaufnahme, sondern ist eben ganz oft eine Ablenkung, eine Betäubung, eine Stimulation, damit man sich nicht mit seinen Problemchen auseinandersetzen muss. Wenn man dann aber mal fastet oder eben so ein Monofrüchte-Cleanse macht, dann wird man sehen, dass diese über Jahre unterdrückten Emotionen und schmerzhaften Erlebnisse, die so tief in uns gespeichert sein können, hochkommen. Also genau wie der Körper sich von Giften in Form von Schleim oder Schlacken befreit, genauso entgiftet er auch diese schmerzhaften Emotionen. Und das konnte ich während dieser einen Woche sehr intensiv erfahren. Es kamen viele Dinge hoch, die ich
ja, die ich vorher nie wirklich anschauen wollte, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Und während dieser einen Woche wurde ich aber quasi dazu gezwungen, mir das anzugucken und mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eben keine Ablenkungen mehr oder Betäubungen mehr genutzt habe, sondern meinen kompletten Fokus auf diese Emotion gerichtet habe. Und dieses Anschauen von unschönen Erlebnissen habe ich zum Beispiel in Form von Träumen erlebt, dass ich ja von vergangenen Situationen geträumt habe, also quasi zurück in diese Situation gegangen bin und diesmal aber alles wie aus der Vogelperspektive betrachten konnte. Oder aber auch mitten am Tag, wenn ich wach war, hatte ich das ganz oft, dass ich Bilder vor Augen hatte von bestimmten vergangenen unschönen Erlebnissen. Und da habe ich mir dann auch die Zeit dafür genommen, mich damit auseinanderzusetzen, das Ganze zu reflektieren und mich damit zu beschäftigen und nicht abzulenken. Und das kann schon nicht ganz einfach sein, das kann wirklich sehr hart sein, das alles hochkommen zu lassen. Aber wenn man sich sein Leben lang vor diesem emotionalen Schmerz drückt und sich immer wieder ablenkt oder betäubt, dann wird man in diesem Bereich nie Heilung erfahren. Man wird sein Leben lang mit diesem emotionalen Schmerz rumlaufen und das kann unser Leben mehr beeinflussen, als wir glauben. Also das kann wirklich Überhand über unser Leben gewinnen, das kann uns in ganz vielen Lebensbereichen blockieren und es kann uns daran hindern, ein schönes, erfülltes Leben zu führen und auch unser volles Potenzial zu erreichen. Das war zum Beispiel während dieser einen Woche auch so ein großes Thema für mich. Also je mehr ich körperlich und emotional entgifte, desto mehr spüre ich einfach, wie sich Ängste, Unsicherheiten, alte Glaubenssätze lösen. Also ich hatte manchmal echt so Momente, wo es sich angefühlt hat, als würde eine riesen Last von meinen Schultern fallen. Es hat sich sehr befreiend angefühlt. Generell hat sich alles sehr einfach und leicht angefühlt. Der Körper und der Verstand waren komplett frei. Und ja, da bekommt man einfach ein ganz neues Lebensgefühl, ein neues Gefühl fürs Leben, so wie es sein kann und so wie es sein sollte. Leicht, grenzenlos, unbeschwert. Und das ist etwas, worum es bei diesem Rohkostreinigungsweg, wie ihn viele nennen, unter anderem geht. Man befreit sich von sehr vielen Dingen, die einen zurückhalten, die einen blockieren. Man lässt sehr viel physischen Müll los in Form von Giften, Schleim, Schlacken und so weiter, aber auch sehr vielen emotionalen Ballast. Und dadurch kann man eben mit der Zeit immer mehr zu sich selbst finden, zu seinen Stärken, zu seiner Intuition, zu diesem inneren Wissen, das eigentlich jeder von uns hat. Ja, und zu seinem Potenzial. Und so kann man dann letztendlich ein schönes, erfülltes Leben für sich kreieren. Man kann diesen Reinigungsweg also als kompletten Transformationsprozess sehen, bei dem man sehr viele Hochs erlebt, wo man absolut voller Lebensfreude ist, aber eben auch mit alten, schmerzhaften Erfahrungen, mit altem emotionalen Ballast konfrontiert wird. Und das ist auch gut so, weil man sich letztendlich nur so davon befreien kann. Und das ist ein wirklich tolles Gefühl, mit der Zeit zu merken, dass das, was einen einst traurig gemacht hat oder zurückgehalten hat, sich immer mehr auflöst. Also das ist wirklich ein sehr befreiender Prozess. Ja, das alles konnte ich also während meines Wassermelonen-Cleanses erfahren. Ich habe nochmal gut körperlich und noch viel mehr emotional entgiftet. Körperlich hat sich das eben so gezeigt, dass ich viel alten Schleim losgeworden bin. Viele alte Gifte haben sich nochmal gelöst, was man dann eben als Körpergeruch wahrnehmen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Haut nochmal ein bisschen besser geworden ist. Also es
fühlt sich alles sehr glatt und rein an. Und ja, emotional konnte ich so die ein oder andere Angst oder Unsicherheit loslassen. Ich habe mich damit beschäftigt, was mich vielleicht blockiert hat mit unschönen Ereignissen aus der Vergangenheit. Und ich habe gelernt, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich da irgendwie abzulenken, sondern dass man das alles ruhig hochkommen lassen kann und sich damit beschäftigen kann und dass es einem danach auch sehr viel besser geht. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar neue, interessante Dinge für euch dabei. Ich weiß, dass dieses Video diesmal sehr in die Tiefe ging. Aber ich persönlich finde es wichtig, dass man auch mal über sowas redet, weil das eben passiert, wenn man anfängt, seine Ernährung umzustellen, wenn man anfängt, seinen Körper zu reinigen, zu entgiften. Und ich denke, dass es sehr vielen Menschen hilft, die gerade damit angefangen haben oder mittendrin sind, zu wissen, dass man damit eben nicht alleine ist. Und deswegen spreche ich auch über solche Themen sehr gerne und hoffe natürlich, dass sie irgendjemandem da draußen weiterhelfen. Und ja, ich wünsche jedem von euch alles Gute auf seinem persönlichen Weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.